So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bottle Bridge Konstruktor. Beim letzten Mal haben wir schon angefangen mit Level 52 rückwärts. Und das ist unser Fortschritt bisher. Die Seile reißen einfach nur, wenn wir anfangen, wenn das Auto da runterrutscht. Weil es ein bisschen zu hart aufschlägt eigentlich, ne? Wir müssten eigentlich nur den Boden näher machen. Machen wir doch einfach mal. Sprich doch nichts dagegen. Umso kürzer die Strecke ist, umso weniger muss auch gehalten werden. So? Ja, so kommt hin. Da kann ich... Brauche ich das dann überhaupt? Lass mich mal vorsichtshalber da, aber so gerade. So, schauen wir mal, was passiert. Let's look at the Ergebnisse. Pam knallt einmal gegen und rutscht da schön langsam runter. Und zack. Und fährt vorwärts. Ist halt echt sehr, sehr wackelig. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn da zwei Autos langfahren, dass es dann zusammenbricht. Da wird es auch nochmal komplett gestoppt. Das soll mir recht sein. Und jetzt müssen wir nur dasselbe noch ein zweites Mal machen. Sogar ein bisschen krasser, oder? Wir wollen ja, dass das Auto wirklich da reinflutscht. So. Machen wir mal so. Das hier muss halten. Es ist aber, glaube ich, jetzt einfacher, dass es hält. Weil hier sieht ja, hier ist ja echt nicht so viel, was irgendwie da irgendein Gegendruck auswirkt. So. Ja. Machen wir mal einfach fahren. Wir testen einfach immer wieder direkt. Auch wenn es jetzt Ewigkeit länger dauert, weil wir hier immer wieder testen muss. Könntest du sonst versuchen, noch steiler zu machen? Dass du noch langsamer runterfällst? Da fällt ja echt schon so ein Baby-Zentimeter runter. Hier könnte ich vielleicht steiler machen, dass es einfach besser gerade durchfährt. Obwohl, ist ja eigentlich... Ist ja, glaube ich, besser sogar. So. Und dann musst du da lang rutschen. Es guckt nach links, das Auto, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, Portale verwirren am Zombie, wen wundert's? So. Okay, dann haben wir da so eine schöne feste Strecke. Wir können auch versuchen, hier irgendwie sowas hinzubauen. Dass es dann nochmal von unten stützt. Genau. Das ist doch alles schön und gut. Und dann brauchen wir hier noch irgendwas. Ich glaube nicht, dass das so hält. Oh doch, tatsächlich. Aber so ist es nicht gewollt. Ich will nur irgendwie das Auto abbremsen, wenn es da runterfällt. Das wird doch einfach umkippen beim ersten Auto, was dagegen knallt. Naja, warten wir es mal ab. Schauen wir es mal an. Es wird alles perfekt funktionieren. So. Dieses kleine Gewicht, was dagegen drückt, dass das alles dann so ausrastet. Vielleicht kann ich das auch noch so weit damit da oben verbinden, wenn ich es noch besser verbinde. Gucken wir mal. So, zack. Rutschi Kawutschi. Dann fällt es dagegen. Und okay, da brauchen wir eigentlich nichts, theoretisch. Es fällt halt mit 1000 km/h hier runter, ne? Aber es knallt genau da gegen die Wand. Es könnte sogar ganz gut sein, dass wenn man dann so da so eine kleine Rampe baut. So. In der Hoffnung, dass die dann stabil ist. So und dann noch so. Ich will nur, dass es so stabil ist wie möglich. So, schauen wir einfach mal an, was passiert. Das Auto schaut ja wenigstens in die richtige Richtung am Ende. Deswegen kann es ja... Kann doch alles nur funktionieren. Ich bin echt froh, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, ne? Ich baue ganz gerne Brücken. Aber 60 Level ist echt viel. So. Bei Polybridge war es ja mal schön, dass ich einfach nur alle paar Monate mal spielen musste, wenn ein Update kam. Aber jetzt... Hier ist ja alles sofort da gewesen. Was in gewisser Weise natürlich gut ist. Ja, perfekt, das ist durch. Okay. Also 12 Autos. Das größte Problem ist, glaube ich, der Anfang. Würde ich sagen, weil da 3 Autos wahrscheinlich gleichzeitig sogar auf dem Gerüst sind. Zack. Zack. Und es steckt fest. Die Seile nicht reißen, wundert mich. Ah, jetzt. Okay. Ja, genau, genau. Wie erwartet. Nicht verwunderlich. Was ist, wenn ich denn... Nein, das war auch so, dass man nicht... Genau. Man kann nicht
es muss auf der Höhe sein. Also ich könnte nur ein Seil anbringen, wenn es da ist. Und ich glaube nicht, dass ich ein Seil durch ein Seil anbringen kann. Nee, genau, geht nicht. Okay. Dann so viel dazu. Die beiden kann ich noch miteinander verbinden. Das ist ganz nett und schön und gut. Da kann ich noch so eine kleine Stütze dran bauen. Kann ich sogar so ziehen? Ja, kann ich. Ist ja Schwachsinn. So. Kann die beiden noch miteinander verbinden. Wie mache ich, dass da weniger Druck hier ist? Ich weiß es nicht. Ist schwer. Na gut. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Ich müsste ja sowieso eigentlich ein bisschen umbauen, dass es da nicht einfach so hart drauf fällt, sondern einfach besser sich drehen kann. Weil es zwar schön und gut, wenn es jetzt ein bisschen mehr aushält, aber die Autos fallen ja da trotzdem noch alle rein ohne Ende. Ja gut, es bricht nicht mehr. Wenn es funktioniert, dann ist es einfach so ein Schwachsinn, weil es nicht funktionieren darf. Nein, hör auf zu funktionieren. Brich auseinander. Okay, eins ist runtergefallen in die Säure. Und die Autos kommen nicht durch. Okay, wie erwartet. Eine Sache, die ich ändere, ist hier so ein bisschen die Winkel. Damit es nicht mehr ganz so schnell da hochkommt. So. Muss ich das auch höher machen? Genau, jetzt wird es nicht mehr ganz so gebogen von Anfang an. Und irgendwie sowas da noch dran machen, auf jeden Fall, dass nichts mehr nach hinten fällt. Und den Winkel einfach noch krasser und kann das alles eigentlich so ein bisschen nach oben move noch. So. Zack. Obwohl, umso steiler es ist, umso besser. So und okay, die Verbindung brauchte ich eh nicht. So. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Also, dass ein Auto rausfällt, passiert schon mal nicht mehr. Das kann ich versprechen. Wie es um den Rest steht, weiß ich nicht. Oh, guck mal, die kippen schneller um. Ah, die Seile reißen aber. Ja, schade. Aber ist schon mal besser. Und warum habe ich da keine irgendwas gebaut, dass es irgendwie gestützt ist. Ist doch eh hier Dinger. wie machen wir, dass das mir heilt? So, ich habe mehr Stangen angebracht. Allerdings heißt es ja auch gleichzeitig mehr Gewicht, was das Ganze halten muss. Heißt, das Seil wird einfach erreißen. Okay, jetzt ist es einfach nur dagegen geknallt und gebrochen. Okay, jetzt bricht es nicht mehr. 2, 3... Müssen eh noch ein paar Sachen ändern. Da habe ich ein bisschen stabiler gemacht. Sollte nicht mehr so einfach brechen. Durch die ganzen Autos, die dagegen knallen. Der Anfang reißt scheinbar nicht. Oh, da ist einer in die Säure gesprungen mal wieder. So, hab die Strecke ein bisschen verlängert gegen die Säurebuben. Die können da nicht mehr durchspringen. Egal wie sehr sie wollen. Hoffentlich. Na, keine Ahnung, schauen wir mal. Das ist die Anfang gefällt mir halt überhaupt nicht. Aber was soll's. Hauptsache er funktioniert irgendwie. So. Dann rutscht ihr da durch. Ach, deswegen ist der die Säure gefallen, weil der einfach da durchgerollt ist. Egal. Hui. Am Ende funktioniert echt gut. Auch wenn die Autos irgendwie nur runterfallen. Aber das ist hier so stabil. Ah, guck mal, der Anfang ist gebrochen. Wollte ich mich schon freuen. Warum ist das... Ich hasse es, wenn ich aus Versehen meine Strecke umbaue. Vielleicht ist deswegen alles so falsch gelaufen, weil die da so Vollgas gegengefahren sind. Guck, jetzt kommen, fahren die auch viel langsamer runter. Und dann fallen die da alle langsam drauf. Wie auf Zuckerwatte. Okay, der eine... Was? Die Autos, die da... Okay, warte, machen wir jetzt einfach eins kürzer. So, jetzt wo es kürzer ist, kommen die hoffentlich nicht mehr so hoch. Und rutschen schneller runter. Weil eigentlich sollten sie ja alle ungefähr gleich schnell runterrutschen und nicht irgendwie ineinander fahren. So, einer durch, zwei durch, drei durch. Ja, das sieht sehr, sehr human aus. Sehr gelassen. Sehr lässig. So, jetzt rollen die Autos da durch wie so Kometen. Und schauen wir mal, ob einer es schafft, es so zu schwingen, dass es reißt.
Oder ob hier wieder welche in die Säure fallen. Da ist alles gut. Hier ist alles gut. Und da wackelt es halt ein bisschen rum. Aber da haben wir extra dieses Stützbein unten. So, 8 sind durch. 9 sind durch. Hoppa, da ist Nummer 10. Nummer 11 kommt gechillt. Und Nummer 12 rollt einfach rein. Perfekt. Hervorragend. Easy gelöst. Mal keine 15 Minuten. Ah, den Raum habe ich schon mal gesehen. Über Kreuz. Klicken zum Starten. Er hat mir irgendwie in einem Screenshot geschickt. Wo er gesagt hat, oh, guck mal, wie verrückt das bei mir aussieht oder so. Hat er natürlich wieder gelöscht. Ah, gut. Habe ich das Level halt schon mal gesehen. Ich habe, auch, glaube ich, da schon einen Plan im Kopf gedacht. Habe mir das Level, den Screenshot sehr genau angeguckt. Wir wollen, dass das Auto da reingeht, dann da reingeht, dann da reingeht und dann wuh, und danach da oben schießt. Weil wir müssen den Knopf da drücken. Mhm. Heißt, es muss sehr viel gesprungen werden letztendlich. Und im Optimalfall würden wir immer auf diesen Platten hier landen. Damit möglichst keine Probleme bestehen. Deswegen muss ich erstmal ein bisschen testen, wie viel Schwung ich überhaupt brauche, damit dieser Sprung hier klappt. Ja, fast. Das reicht nicht zufällig, wenn ich da drücke. Ah, ich muss zwei Knöpfe drücken, damit es funktioniert. Schade. Ah, wie cool wäre das denn? Wenn ich einfach so direkt so hui und dann wusch, da hochspringen könnte. Ich baue es mal für das eine Auto anders, als ich es für die mehr Autos bauen werde. Weil wenn alles so funktioniert, wie ich es gesehen habe. Oh. So, da rein. Und jetzt ins Gelbe. Und dann drückst du einen gelben Knopf und dann musst du nochmal auf das Lila da drauf fliegen. So, probieren wir es nochmal. Jetzt springst du da rüber, gehst durchs Blaue, fällst durchs Gelbe, gehst da durch, dagegen und wuhu! Ja, wir haben ein Auto geschafft. So, jetzt dürfen wir alles nochmal neu bauen, weil das bei einem Konvoi nie im Leben funktionieren wird. Gucken wir mal, wie es bei einem Konvoi aussieht. Das kann gar nicht funktionieren, weil ich es extra so gebaut habe, dass die ineinander fahren werden. Also, vielleicht kommt hier einer durch. Also ich wäre überrascht, wenn einer durchkommt. So. Der letzte ist zwar ein Raseboy, aber schafft es auch nicht. Okay, wir müssen alles neu bauen. Oh, ich hab's fast. Erstaunlicherweise. Ich vertraue mir hier selber gar nicht. Aber irgendwie funktioniert's. So, guck, der springt da durch. Fährt da so runter. Ist da echt schnell unterwegs. Drückt den Knopf. Das ist halt mein Hauptproblem. Weil wenn ich eins tiefer mache, bleibt's hängen und muss es irgendwie so lang machen. So, nochmal, zack, zack und Feuer. Hey! Nee, keine Ahnung. Ihr habt wahrscheinlich jetzt 2 Minuten gesehen. Ich sitze hier eine Stunde. Keine Ahnung. Es wackelt halt immer so ein Millimeter. Und wenn es ein Millimeter wackelt, bricht alles zusammen. Wir gehen jetzt einfach nächstes Level. Zack. Kommt halt nur noch ein Auto durch in den finalen Levels. Das ist echt einfach die Hölle. Gehirnjogging. Level 54. So. Sonst kommt die Folge heute nicht mehr. Ich weiß, das nimmt schon eine Stunde auf. Über eine Stunde eher gesagt. Ach, Hölle. Ja, da ein Auto durchzubringen, wird ja schon die Hölle. So. Okay, 2 Autos müssen durchkommen. Und ich habe irgendwo so eine Energiekugel gehört. Da. Okay, und okay, ich möchte, dass der Würfel nicht da reingeht. Kann ich da nicht ganz dreist einfach hier so Strecken drauflegen? Und hier so eine drauflehnen.
Ja, okay, mein Dreieck fängt das schon mal ab. Das ist gut. Ich will ja keine Laser haben, glaube ich. So, das andere, was ich ablenken muss, ist das hier. Da kann ich einfach so eine Platte runterhängen an dem Seil. So. Dann fliegt die da drin ein bisschen rum. Ja. Das sieht safe aus. Außer ich möchte, dass die irgendwo ankommt. Aber soweit ich das sehe, müssen nur zwei Knöpfe gedrückt werden. So, und da kann ich das da drauflegen. Nee. So, und da bei dem Würfel kann ich einfach so ein Gerüst bauen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber ich muss ja gerade hier meinen Frust auslassen. Deswegen baue ich lieber was Merkwürdiges. So, so, so. So, so sind die Laser aus und keiner der bösen Knöpfe wird gedrückt. Ja. Ich habe zwei Autos, deren Aufgabe es ist, die beiden Knöpfe zu drücken. Ich verstehe die Strecke nicht mal. Soll ein Auto da ins gelbe Portal hochfahren? Nein. Ich glaube, so wenn ich es vom Bauen her sehe, das eine Auto... Warte, machen wir nochmal kurz weg. So, das eine Auto soll einfach versuchen, dorthin zu kommen. Dahin. Okay, machen wir das ein bisschen niedriger, so, damit es dann darüber springen kann. Und dasselbe hier auch halt. Zack, zack. Und ein bisschen steiler, so. Genau. Ich wollte es nur zur Strecke machen, nicht löschen. So. Da haben wir so eine X-Strecke. Genau, und dann springen die beiden darüber. So gut sie es halt können. Ich bin erstaunt, dass das stehen bleibt, muss ich sagen. Genau, und dann springen die halt da auf ihre Strecken drauf. So, in etwa. Schauen wir mal. Hui. Hui. Beide machen es genau falsch. Aber eigentlich nur, weil ich das zu steil gebaut habe. So, probieren wir mal so. Kriegen ja hier einen Tempo-Boost, deswegen sollten sie ja den Sprung schaffen. Zack. Okay, fährt zu weit. Springt immer noch drüber. So, gucken wir mal. Ja, oh, fast. So, ich mache aber die Rampe steiler, so lange, bis es dann funktioniert. Weil irgendwann wird, durch den Sprung wird es hier langsamer. Ja! Okay. Okay, okay. Das fährt dann da durch, nehme ich an. So irgendwie. So. Machen wir stabil, stabil, stabil. Und wird befestigt da oben. So, dann gucken wir mal erstmal, wie es mit dem oberen Auto aussieht. Macht da seinen Jump. Fliegt echt perfekt an die Rampe. Ein Traum. Springt durch Nummer gelb durch. Und kriegt dann da eine Brücke hingesetzt. So. Ich beobachte mal weiter den gelben. Wir müssen ja erstmal ein Auto schaffen, auch weil das hier so... Bam, alles niederreißt. Oh, da muss ich eh was ändern. So, und der fährt einfach ganz gechillt. Hui, in sein Ziel. Sehr schön. Im Opti-Mopti-Fall springt der auch direkt zu seinem Ziel und beide brauchen dieses Stück hier überhaupt nicht. So. Let's have a look. Nimmt Anlauf, jumpt und... Tada! Perfekt. So, das ist der Opti-Mopti-Fall. Dann wirst du da ein bisschen ausgebremst. Ja, alles schön und gut. Drückst deinen Knopf. Wenn der Knopf gedrückt ist, ist das Ziel offen. Und hui, springst du ins Ziel. Und bist super glücklich. So. Und dann, Mister, ich fall hier gerade runter, krieg Turbo Boost. Denkt sich einfach geilo. Und wird hier nach oben rasen. Und einfach alles ignorieren? Ich glaube nicht, dass ich Pawn Skill brauche.
Du rast einfach nach da oben. Du weißt, wo dein Ziel ist, Champion. So, da raste ich einfach mit dem Mausrad aus und stütze hier alles überall. So. Und das kann ich ja hier auch noch machen. Zack. Da einfach an den Tafeln stützen. So. Dann gucken wir mal, wie das Endprodukt aussieht. Voll der riesige Raum. So. Du, also ich meine, der hat ja Hyperspeed. Ich glaube nicht, dass der die Bounce Pads braucht, um ins Ziel zu kommen. Ja, guck, der fährt einfach ganz gechillt hin. Ganz lässig. Und es bricht zusammen. Aber wir sind beide im Ziel. Hey! So, ich habe das oben noch mal ein bisschen gestützt und, ach so, auf Konvoi gestellt. Weil, warum nicht? Ich sehe nicht, wo ein Fehler entstehen sollte auf dieser wunderschönen Map. So, ja, okay. Ah doch, ich weiß, wo ein Fehler entsteht. Da, das hier wird zusammenbrechen. Oder auf jeden Fall nicht alle Fahrzeuge durchkriegen. Ja. So, ich habe hier nochmal einen Turm gebaut und dann nochmal so oben ein Stück draufgelegt. Einfach damit das alles gehalten wird und nochmal ein bisschen von der Form ein bisschen geändert. Alles nur, damit mein Automobilo auch da durchkommt. So, zack. Perfekt, das hat den Knopf nicht gedrückt. Heißt, das Ziel ist noch nicht offen. Vielleicht ist einer das langsam genug. Nein, 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 die sind nicht mehr langsam. Die sind nicht mehr dumm genug. Muss ich jetzt schon gerade bauen? Ich glaube, gerade schafft es trotzdem nicht dadurch. Bezweifle ich sehr stark. Okay, es hat es gerade durchgeschafft. Schauen wir mal, ob es der Rest auch noch gerade durchschafft. Bevor irgendwie was zusammenbricht. Ich finde es gut, dass die immer exakt gleichzeitig da ankommen am Ende. Hui. Und dass ich irgendwie halbe Brücke umsonst gebaut habe, weil die eh einfach ins Ziel hüpfen. So, und Nummer 10. Tada! Bei dem Level habe ich es wieder geschafft. Hölle! Noch 5 Kämmern! Oder 6? 6 Kämmern. Mit der hier. Okay. Cool, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal weiter. Ich habe Kopfschmerzen und wir haben ein paar Level geschafft. Im Hauptmenü läuft übrigens neue Musik. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir so weit sind. Ja, früher lief ja das Fetzige und jetzt läuft hier so voll gechillte Musik. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, mein Kopf, ey. Bis dann, euer Zimbelmann, der ein Level nicht geschafft hat. Guck mal, wie dumm das jetzt aussieht. Oh, das ist nur ein Haken. Naja, bis dann. Tschüss.